Der Ort, wo ich am liebsten hingehe, das ist hier der Bremer Bürgerpark. Und wisst ihr auch warum? Der Eintritt ist umsonst. Und da wird ja immer geredet über Inflation. Ja, was ist denn das Doppelte von Null? Ist immer noch Null. Seit 40 Jahren gehe ich hier hin und fühle mich hier wohl. Und es ist so gut. Man stelle sich nur vor, ich sollte alternativ um die halbe Welt fliegen für ein Schweinegeld und dann steht man noch stundenlang an irgendwelchen Flughäfen und wartet. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, nee, für sowas habe ich keine Lust. Hier im Bürgerpark ist es doch richtig toll. Aber reden wir trotzdem mal über Geld. Schon vor 30 Jahren habe ich mal den Satz gelesen, wer in der Vergangenheit keinen Speck angesetzt hat, und da war genügend Zeit dazu, der wird große Probleme haben, durch die nächsten Winter zu kommen. Und genauso sieht es jetzt auch aus. Wenn die Gasrechnungen steigen und Stromrechnungen, für den Millionär spielt das doch gar keine Rolle. Aber wer keinen Speck angesetzt hat, der wird, ja, dem wird es dreckig gehen. Doch wie sieht die Speckalternative aus? Schaut euch an, was ich heute Morgen auf meinem Fernsehgerät gesehen habe. Monatslohn 980 Franken oder so. Und da hattest du aber schon Millionen. Da war ich Millionär. Da war ich hochgradig Millionär. Also da war ich Wie alt warst du dort? 20. Heftig. Da war ich hochgradig, also da kam es nicht mehr drauf an quasi. Da war ich. Das war eben Real Talk. Und ich gebe es zu, als ich noch ein junger Schnösel war, hätte ich mir sicherlich auch so eine Million gewünscht. Aber hier im Bürgerpark, umsonst, ist es doch auch ganz schön. Und naja, natürlich braucht man Geld fürs Essen und Kleidung und Wohnen und tralala und dann ist Inflation nicht so schön. Aber muss man die Millionen haben? Seht ihr, das hier habe ich auch umsonst. Jeden Tag. Und dafür muss ich nicht dem Geld hinterher jagen. Also, liebe angehende Millionäre, bevor ihr tot arbeitet, denkt daran, eine Kuh macht Mu, doch viele Kühe machen Mühe.